So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources, Soviet Republic. Ich bin der Zoberock und was schreibst du, Danny? Der Finger bedeutet Daumen nach unten. Der Finger? Okay, dann lieber Daumen. Ihr wisst ja, ne? Ihr wisst ja. Wie gesagt, wenn es gefällt, dann, ne? Lasst es mich wissen. So, hier nochmal hin. So, du fährst jetzt da raus. Das müsste auch, das müsste gehen, alles klar. Gut. Jetzt müssen wir das noch irgendwie anklemmen. Irgendwie müssen wir das da noch mit rankriegen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das am besten hinkriegen. Am besten hier irgendwie ran, ne? Weil direkt... Weil wenn, die müssen ja sowieso erstmal zum... So. Da muss erstmal die Straße weg. Ich glaube, die Straße muss erstmal weg. Der Zug muss auch weg. So. So. Pause. Wir müssen erstmal kurz hier, kurz mal roden. Ich glaube, so langsam habe ich hier, haben wir alle Bäume weg. So viele Bäume sind gar nicht mehr nach. So. Erstmal gucken, wie wir rankommen. Kommen. Straße. Quatsch, Züge. So, und zwar. Kommen wir da irgendwie ran? Hier irgendwie raus. Natürlich müssen die Signale weg. Signale mal kurz weg. Die Signale. Signale. So, erstmal hier raus. So, erstmal. Ach, Mist. Nein. So raus. Und ich hoffe mal, dass das irgendwie... Das sieht beknackt aus. Dezent gesagt. Ja, das sieht beknackt aus. Das gefällt mir so gar nicht. Was nochmal weg. Und das auch. Ja, das hier auch mal. So. Das nochmal wegnehmen. Das müssen wir nochmal anders regeln. Das gefällt mir so nicht. Züge. Zack. Und zwar gehen wir von da raus. Hoffentlich kriegen wir das hier ran. So. Hopp. Und den da raus. Dahin. Zack. So. Jetzt müssen die eigentlich überall hinkommen. Da müssen sie eigentlich theoretisch überall hinkommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da hier noch eine Kreuzung einbauen müssen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht. So, ich mache das mal so fertig. Dann müssen wir hier oben noch die Signale einfummeln. So, und zwar... So, das Signal raus. So. Das machen wir hier genauso. Chain-Signal rein. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das so funktioniert. Ob wir hier noch eine Kreuzung rein haben müssen oder nicht, müssen wir mal schauen. So. Ist fertig? Ist fertig. Super. So, jetzt haben wir den Knecht nämlich. Jetzt können wir den, unseren Zug, wenn er denn mal angekommen ist. Der ist aber noch irgendwo unterwegs. Der ist noch gar nicht hier. Doch, nee, ist noch gar nicht da. Walter, die kommen doch aber doch nach dem Export wieder ins Depot oder über. Stimmt, stimmt, hast recht. Ja, die müssen ja nach dem Export wieder ins Büro. Ins Depot. Ins Büro, ja. Ins Depot zurück. Da hast du wohl recht. Dann müssen wir das nochmal einbauen. Aber ich will die Kreuzung hier nicht noch größer machen, als was sie ist. Da müssen wir irgendwo hier weiter runter. Vielleicht kommen wir da irgendwo ran. Hm, wie machen wir das am besten? Irgendwie hier raus? Da reicht doch eigentlich ein Gleis reicht doch da, oder sehe ich das falsch? Oder sehe ich das verkehrt? Nee, Zova, siehst du richtig. Das ist egal. Stimmt, ich kann hier unten auch rausgehen. Richtig. Ich kann hier unten auch rausgehen und hier unten den, das Gleis hier irgendwo mit ankriegen. Ich brauche nur ein, ich brauche theoretisch auch nur ein Gleis. So. Wir brauchen theoretisch nur ein Gleis. Da hast du wohl recht. Stimmt, stimmt. Warte mal, wo waren die Signale?
Da oben sind die Signale. Okay. Gut, dann gehen wir hier ran. Ich spiele ja keine Rolex. So, dann können wir nämlich hier rausgehen und direkt hier ins Gleis reingehen. So. Pause. So, bau das mal, dann ist das auch fertig. Das ist natürlich ein Rückfahrgleis sozusagen. Dann machen wir einfach mal. Da brauchen wir noch nicht mal ein Schädensignal rein. Ganz normales. Da reicht ein normales Signal. So, den Weg und den Weg. So. Die beiden lassen wir da oben. Und hier ein ganz normales Rausfahrgleis. So. Weil wenn er hier abwiegen würde, würde er da immer rausfahren. So rum. So, müsste passen. So, ein Gleis müsste reichen. Dann haben wir zwei Gleise für rein und raus. So. Richtig? Müsste doch so eigentlich passen, oder? Sehe ich das falsch? So, mehr brauchen wir nämlich nicht. Wir brauchen nämlich hier kein Einfahrgleis. Weil normalerweise, wenn sie hier ankommen, fahren sie immer erst direkt Richtung... Ja, wie sieht man so schön aus? Richtung Fabrik oder was es ist, ne? So, ist der Kleine endlich mal da. Da ist er doch, hier. So, Spezialauftrag für dich. Und zwar, neues Zuhause wäre das hier. Wupp, fahr los. Blocksignal auf eingleisiger Strecke ist nicht gut. Warum nicht, Fred? Es kann ja sein, dass wir später da mehrere Züge fahren haben. Und wenn da mehrere Züge rein wollen, dann können die hier auf diese eingleisige Strecke rauffahren und sich in diesen einzelnen Blöcken aufhalten und dann haben wir trotzdem die Hauptstrecke frei. Gelle? So, das weiß ich nicht. Wir können, glaube ich, nicht... Und da fährt er hoch, da kommt er hochgejagt. Wir können, glaube ich, nicht die beiden Einstellungen abnehmen, ne? Oder geht das sowas? Ich weiß es gar nicht. Und da kommt er reingefahren und... ist irgendwo im Nirvana gelandet. Aber da ist er doch schon. Guck mal einer an. Sie benötigen einige Fahrzeuge. Lass mal, ich mache mal meinen Büroauftrag. Und zwar kann ich selbst zugewiesen werden. Nee, jetzt ist gerade dunkel, das ist noch viel schlimmer. Das hier war's, ne? Zack. Eisenbahnfertigung. Und dann... ach, das ist... an der Grenze raus. So, hierhin. Dahin. So, Eisenbahn, das ist mich da, beladen. Entladen soll er nämlich gar nichts da. Und dann einfach entladen. So, alle Zielgebäude. Weniger als 30%. So, jetzt die Frage, ob das funktioniert. Sie benötigen einige Fahrzeuge. Wir haben ein Fahrzeug. Ach, warte mal. Waggongröße. Nein, 5 ist zu viel, ne? Sagen wir mal 4. So. Zack. So, das haben wir. Guten Morgen, Tour. Schönes Reinschaus. Herzlich willkommen. So, habe ich das richtig gesehen, dass das ist ein Ausfahrtsignal auf der Hauptstrecke gibt. Das würde die eingleisige Strecke zur Einbahnstrecke machen. Ja, das ist auch richtig so. Kann der Zug auch Material aus dem Depot abholen, also Waggons? Wie gesagt, das ist ja das, was ich noch nicht weiß. Das müssen wir rauskriegen. Ob das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Speicherprozentsatz? Fahrzeuge laden Ladung aus dem Gebäude. Wenn der Speicher des Gebäudes mit einer zu einem größeren Prozentsatz gefüllt ist als dieser. Sagen wir mal 10%.
Nee, Quatsch, null. Wenn was da ist, wird er los. So, ich weiß nicht, ob was da ist. Wo haben wir das denn hier? Da. Was haben wir jetzt hier rumstehen? Nichts, noch kein Fahrzeug ist fertig. Gut. Das schauen wir uns mal an. So, was ist mit der hier? Ist sie endlich mal angekommen? Klar, die ist auch angekommen. Die lädt auch fleißig vor sich hin. Wo steht sie denn? Speichern wir erstmal. So, da ist sie. Okay. So, die ist hier am Laden. Der Knecht ist hier am Laden. 119 Tonnen. Der ist hier am Laden. 80 Tonnen. Also kannst du dich eigentlich voll packen mit Schiffen, die dann hier Fische aus der See sammeln sozusagen. Sehr cool. Also wie gesagt, ne, wenn das läuft, dann ist das schon richtig cool. Was hat er hier? Bisschen Treibstoff mit. Da haben wir auch noch nicht geguckt, ob das alles läuft hier, alles rund läuft. Der ist voll. Der ist voll. Der ist voll. What? Ach du Himmel. Da ist noch Platz drin, der ist auch voll. Benzin. Wo sind die Benzinschiffe? Warum fährst du in den Westen? Der soll nichts mehr in den Westen gefahren werden. Fluss aus Ende. Ach, das ist furchtbar. Ist auch nur ein Schiff. Der soll doch in Osten fahren. So, das westliche nennen wir raus. Zack, übernehmen. So, das Schiff nochmal nehmen hier, wo es ist. Das ist der hier. So. Ach, großartig. So, warte mal. So wird die Schlender entladen. Da passiert immer wieder der Fehler. Immer wieder. So, fahr dahin. Hü. Ach, Mensch. So. Alles klar. So, läuft. Tankschiffe. Was haben wir hier in Rumlümmel? Da ist ein Tankschiff. Alles klar, den lassen wir auch mal, fahren hier. Jetzt weiß ich auch nicht, wie viel. Was haben wir denn jetzt an Schiffen hier? Wo fahrt ihr denn hin? So wird die Schiffgrenze. Beide sind unterwegs. Beide Tanker. 2770 Tonnen und 850 Tonnen. Okay. Übersichtlich, ne? Muss ich mal sagen. Ich brauche noch mehr Schiffe. Ich muss mir noch mehr Schiffe aus dem, ja, wie soll man so schön sagen, aus dem Workshop runterladen. So. So. Das läuft. Das läuft ja alles wunderschön. Wo ist das andere? Wir machen hier. So, zack. Was macht er jetzt? Der steht nur rum. Okay, der hat nichts zu tun. Minimale Anzahl der Waggons. 4 Stück. Wir müssen warten, bis hier 4 Stück da sind. Oder er sucht sich selber die Waggons raus. Ich habe keine Ahnung. Das müssen wir erstmal hier so ein bisschen beäugen. Es fehlen mechanische Komponenten. Gut, das müssen wir beäugen, wie das hier weitergeht mit dem Kram. Mal schauen, wie das läuft. Da steht zweimal beladen, Treibstoffschiff. Warte mal, Sekunde. Okay. Wenn ich euch nicht hätte, ne? Wenn ich euch nicht hätte. So, pass mal auf, zack. Stimmt, hast recht. Entladen. Das ist nämlich dieses Problem jedes Mal. Ich glaube, das ist nicht das erste, was wir haben. So, das ist richtig. Dann müsste das hier beladen, entladen. Alles klar, gut. So, hier nochmal schauen. Beladen, entladen, läuft. Beladen, entladen, läuft. Beladen, entladen. Beladen, entladen, gut. Und beladen, beladen. Siehst du? Das gleiche Problem. Grenze, entladen. So. Zack. Ach Gott. Herrgott nochmal. Kannst du nicht selber sehen, ist ja furchtbar. Wie weit ist das Schiff denn endlich mal? Irgendwann ist die Frieda mal fertig. Irgendwann ist sie mal fertig. Fried, da steht auch ein Signal auf der eingleisigen Strecke direkt hinter der Kreuzung. Mit der
Hauptstrecke. Entweder sehe ich da dort irgendwann Züge und blockieren die Hauptstrecke auch quer, oder die eingleisige wird in beide Richtungen befahren. Egal, wir. Okay, Freunde, jetzt gucken wir uns das nochmal an. So. Du warst jetzt hier oben. Hier, da ist es. Zack. Da ist die Strecke. So, wir haben Signale. So. Hier vorne haben wir. Man kann es ja wieder super sehen. Weil wir so wie Gebüsch hier drumherum haben. So, ich muss den Platz machen. Signale, Signale, Signale. Gut, hier müsste ein Chain-Signal rein. Nee, müsste gar nicht. Es müsste. Gut, es würde sich ja theoretisch würde ja dann nichts passieren, weil die Züge ja auf jeden Fall durchfahren. Weil hier ist ja keine B-Lade-Endlade-Geschichte. Das ist ja nur so eine Sammelstation. Also würde ein Zug hier ankommen, Signal, hier rüberfahren, hier reinfahren, dann hast du hier einen. Was habe ich denn hier? Da habe ich nur einen Block. Zwei Blöcke, da habe ich noch einen mehr. Die würden hier reinfahren, auf jeden Fall. Hier müsste normalerweise noch ein Signal mehr rein. So rum. Dann würden die auf jeden Fall hier reinfahren und da auf jeden Fall das kleine Stück hier hinten freimachen. Das sind nur Blocksignale. Nur, dass da, wenn da jetzt zwei Züge kommen sollten, irgendwann mal vielleicht eventuell, dann, dass sie sich nicht blockieren. Aber das ist nur ein Einfahrtssignal. Also eine Einfahrtstrecke. Das ist keine Ausfahrtstrecke, kann gar nichts. Die sollen nur hier wieder reinfahren, dass sie hier reinfahren können. Und dann haben wir hier oben die Möglichkeit, von beiden Seiten reinzufahren. Rein und raus. So. Das müsste eigentlich funktionieren. Könnte ich mir gut vorstellen. Also wie gesagt, ist mir nicht, bin ich 100% sicher, aber immerhin, ne? So. Ich bin mal gespannt, wie das nachher läuft, wenn wir hier mal tatsächlich vier Züge haben. Das kriegen wir gar nicht mit, ne? Oder? Kriegen wir das mit? Können wir da Bescheid sagen, dass wir uns Bescheid geben sollen? Nee, tut er nicht. Sie benötigen einige Fahrzeuge. Wir haben ein Fahrzeug. Warum sagt er, wir benötigen einige Fahrzeuge? Wir können ja noch ein Fahrzeug kaufen, mein Gott. E-Log, was haben wir denn hier? Oh, was Neues. 160! Huh? 160 läuft der Teufel hier. Hat 6160 kW. Was hat er hier? 5100. Okay. Warum bauen wir denn so einen Mist hier? Wir brauchen was Besseres hier. Neues Fahrzeug. Wir brauchen einen neuen Lok hier. Warte mal. Kaufen. Für Rubels. Quatsch, nicht Dollar. Rubels. Elektrolok. Zack. Wo ist sie jetzt? Die gute. 160, 4200. Kapazität. km/h. So. 160, 5100. 160, 4200. Was ist das hier? 6030 doch. 11 Millionen wollen sie dafür haben? Seid ihr wahnsinnig? Ja. Wir kaufen es trotzdem. So, bau die mal. Mit Fahrzeugen sind Anhänger gemeint, Thor. Ich glaube nicht. Doch, natürlich. Hast recht. Stimmt, Güterwagen, da sind sie. Aber da kannst du doch wieder nichts unterbringen, weil wenn ich, keine Ahnung, was soll ich mir für einen Güterwagen mal kaufen? Was geht denn darauf? Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Aluminium. Jetzt kaufen wir so einmal. Ah, okay. Wo kann ich denn sehen, was ich jetzt gekauft habe? An Güterwagen. Ich kann nicht sehen, was ich gekauft habe an Güterwagen. Das ist großartig. Ach so, jetzt sehe ich das. Stahl. Der soll das nicht. Also kann ich keine Fahrzeuge wegtransportieren. Das kann ich schon mal nicht automatisieren, sehe ich gerade. Das funktioniert nicht. Okay.
Das funktioniert also nicht. Das ist natürlich jetzt doof. Das muss ich sagen, das ist jetzt aber echt doof. Ich will da keinen Stahl transportieren. Ich will da keinen Stahl. Ist das ja für ein Arsch? Dann taucht das schon mal nix. Was schreibst du, Danny? Da ist ein Pluszeichen, wie bei den Baumaschinen. Hier ist kein Pluszeichen. Wo ist ein Pluszeichen? Das ist nur... Kannst du dem Depot nicht eine Quelle zuweisen? Das habe ich ja gemacht. Eine Quelle ist ja da. Die Aufgaben zuweisen. Ne? Einmal hier die Fahrzeug-, die Eisenbahnfertigung und einmal das Zollhaus. So. Und ich wollte ja gerne, dass er bei der Fertigungslinie sozusagen die Fahrzeuge abholt. Und das macht er aber nicht. Wenn ich jetzt beladen sage, zack, dann sagt er hier, Stahl. Ich will keinen Stahl laden. Er soll doch keinen Stahl laden. Ich meine, der Zoll ist größtenteils aus Stahl. Das ist richtig, aber... Nee, ja, nee. Also muss ich die theoretisch noch separat wegfahren. Weil er soll mir da keinen Stahl wegfahren. Das ist ja das Problem. Also du kannst ja auch Sachen auf dem Fahrzeug raufladen, aber 79 Tonnen wird wohl nichts werden. Was wiegt der kleine Lümmel hier? 126 Tonnen. Was wiegt der hier? 172 Tonnen. Das kriegst du nie nicht aufgeladen. Also heißt es, müssen wir die Sachen auf jeden Fall, ja, wie soll man so schön sagen, das selber transportieren. Aber wir haben noch nicht mal, haben wir einen Autotransporter? Doch, hier, da ist ein Autocarrier. So, den haben wir auch mitgenommen. So, super. Kannst du auch nicht sehen. Ich kann nicht sehen, wo der ist. Aber ich kann natürlich dann, würde er irgendwo hier auftauchen, ne? Ne, würde er nicht auftauchen. Dann müsste ich das nochmal woanders hin zeigen. So, dann haben wir da, ich mach den mal festnageln hier. Ich nagel den mal fest. Jetzt wollen wir das mal kurz angucken. Hier haben wir wieder Touristen. Wie viel haben wir denn hier? 85, okay. Nehmen wir auch mit. So, warte mal. Wir haben gesagt, er fährt hier hin. Jetzt haben wir aber hier auch noch die ganzen... Ach du Himmel. 45 LKWs haben wir hier noch rumliegen. Ja Mensch, die müssen auch mal unterwegs, ne? Die werden gerade hier transportiert, fertig gemacht. Dann werden wir das mal dem jetzt verklären und sagen, neue Aufgabe, und zwar hierhin. Dahin. Dieses Gebäude ist nicht kompatibel. Warum ist das Gebäude nicht kompatibel? Dann ist dieses Zugverteilersystem für einen Eimer. Sorry, dass ich das sagen muss, aber dann ist es für einen Arsch. Weil ich habe gerade... Muss ich ganz ehrlich mal sagen. So, gekauft habe ich die Dinger. Stimmt, das ist Pluszeichen, hast recht. Ja, alles klar. Ich weiß, was du meinst. Ja, da ist es zu sehen. Kein Fahrzeugcarrier. Okay, das sind die Fahrzeuge. So, kann ich aber jetzt nicht zuweisen, weil das hier nicht funktioniert. Okay, also geht das nicht. Also hilft mir der Zugverteilerstelle gar nicht. Ist überflüssig. Ist etwas, was nicht funktioniert, da sollten die Entwickler nochmal nachbessern. Eventuell nochmal anschreiben, dass sie da nochmal was nachbessern müssen. Weil so funktioniert es nicht. Weil das wäre für mich jetzt gerade mal ganz eben, oder für uns hier am praktischsten, wenn wir die Verteilerstelle benutzen würden und sagen, hier Mensch, fahr uns die fertigen LKWs, die hier auf Lager rumlümmeln, fahr uns die weg, solange sie da sind. Weil wir müssen jedes Mal wieder nachgucken, wie voll ist das hier. Können wir jetzt welche wegfahren? Okay, wir fahren jetzt welche weg. Dann fahren sie die weg und irgendwann ist der Zug nämlich hier, man kommt hier an und wartet, bis da einer fertig ist. Dann schmeißt er sich nämlich einen LKW da oben drauf und fährt den weg sozusagen. Ja, und dann blockiert er uns aber irgendwo, oder blockiert nicht, aber stört den Zugbetrieb so ein bisschen, weil da so ein halbleerer Wagen durch die Gegend fährt. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, ne? So, Block bekommst du, glaube ich, nicht mit dem VZ. Ja, genau, die Tor, das machst du okay mit dem.
dass du das separat machen musst. Aber das ist ja nicht Sinn des Erfinders. Weil wenn du so eine Verteilerstelle hast, die müsste ja auch sowas abfahren. Weil der Zug muss da eh reinfahren. Also müsste das auch funktionieren. Also das müsste nochmal vielleicht gefixt werden, eventuell. Kann ja auch sein, dass es noch kommt. So. Probier es mal mit dem Fleisch. Das Fleisch müsste auch noch weggefahren werden. Das wäre hier. Fleisch. Gutes Argument. So, pass mal auf. Fleisch. Waggons. Jetzt haben wir... Machen wir den Fleischgüterwagen. Wir brauchen was Kühles. Da ist ein Kühlisolierterm. 24 Tonnen. 4 haben wir gesagt, ne? Maximal 4 pro Stück. 4. So, das funktioniert, sagen wir mal, hier mal auf meinen Freund fährst du dahin. Wenn das macht. Oh, tatsächlich. Gut, das machst du. Jetzt nutzen wir das mal aus und sagen, hier, fahr mal Fleisch weg. Da soll er nicht hinfahren. Entladen. Hier, Fleisch ist mit drin jetzt. So. Fleisch lagen. Laden. So, 10% soll drin bleiben, sagen wir mal. Denn es ist immer genug drin, dass wir in die unsere Stadt verliefern können. Und das ist mal sehr wichtig. So, jetzt müsste das mal. Jetzt müsste das ja theoretisch funktionieren. So, jetzt müsste theoretisch dann ein Zug losfahren. Ach, jetzt kann man auch die Waggons sehen, die hier rumstehen. So. Habe ich das richtig eingestellt? Nochmal checken. Entladen. Beladen mit Fleisch. So. Was steht hier? Fahrzeugladung im Gebäude, wenn die Lager der Gebäude zu einem geringen Prozentsatz als diesen gefüllt ist. So. Ach, das kann ich nicht einstellen. Kann ich nicht verändern? Okay. Das kann ich verändern. Okay. So, größer als 10%. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber der Zug fährt nicht los. Vielleicht ist er auch zu groß. Ich sage 0. Nein, fährt er auch nicht los. Das Gebäude ist aber voll, ne? Der ist voll. Vielleicht ist er zu groß. Das kann natürlich auch sein. So, warte mal. Mal gucken. Minimale Anzahl. Ach, warte mal. Minimal. Sagen wir mal 2. So. Okay. Hallo, Tommy. Schön, dass du reinschaust. Und vielen Dank für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. 2 Waggons. So. Hü, er fährt nicht los. Und ich weiß nicht, warum er nicht losfährt. Nein, er fährt nicht los. Minimal, okay, machen wir die mal auf 1. So. Zack. So, minimal. Oh, jetzt fährt er los. Jetzt fährt er los. 98 Tonnen. Okay, jetzt ist er losgefahren. Unser erster Transport sozusagen. Dann bin ich mal gespannt, wie das hier läuft. Das schauen wir uns einfach mal an. Das haben wir. Den nageln wir mal fest hier. Da kommt er nämlich. Also dann haben wir das schon mal automatisiert. Das ist schon mal gar nicht, also schon mal die erste Hilfe. So. So, jetzt haut uns das voll. Weil dann haben wir auf jeden Fall, warte mal, wo ist denn meine Maus? Meine Maus, da, so. 98 Tonnen, das ist natürlich jetzt nicht viel, ne? Was haben wir? 1, 2, 3, 4. Vielleicht müssen wir da noch, ich will die nicht zu lang machen, ne? Tonnen. Gut. Jetzt fährt er das Zeug weg, wenn du so willst.
an die Grenze runter und dann müsste er ja theoretisch unten die andere Strecke wieder ins Depot nehmen. Jetzt weiß ich nicht, wo man da ein Doppel fährt. Also klar, so. Unser automatisierter Kühlzug. Na, da bin ich mal verspannt. Sollen wir eine Tour mitfahren? Sollen wir eine Tour mitfahren an die Grenze? Das ist ein irre langer Weg. Und da waren schon wieder Bäume im Weg. Und schon wieder da Bäume im Weg. Sag mal, was ist denn hier los? Jetzt speicherst du gerade. Ja, natürlich. Das muss auch so sein. So. Mitten durch den Acker. Da fährt er. Unser automatisierter Zug sozusagen. Dann mache ich das mal weg so. So. Der erste automatisierte. So, wenn jetzt da runter im Jahr sind, lassen wir mal, fahren wir Juni. Wie sieht es hier aus? Es wächst immer noch. Dauert noch ein bisschen, bis das hier fertig ist. Aber wie gesagt, ich bin ja gespannt, ne? Wenn das bei uns soweit ist. Dass wir hier die, dass das Schiff hier mal losjagen können. So, hü. Mit Vollgas voraus. Was läuft denn da überhaupt jetzt hier? 150. Da bin ich mal gespannt, ob der andere zu 160 läuft. Oder ob das auch nur ein Betrug ist. So, fupp. Geld in die Tasche. Jetzt habe ich gerade darauf geachtet, wie viel das war. Ich schieben kann nur maximal 150. Okay. Du solltest auf jeden Fall die Abstände von den Ladestellen zur Weiche mit dem Messtool ausmessen, um gegebenenfalls die Länge der Züge einstellen zu können. Das stimmt. Aber wir haben ja, glaube ich, Platz für... Ich meine, das sind jetzt ziemlich große, ne? Das ist ein langer Zug. Wie lang ist der eigentlich? Steht das irgendwo? Steht das irgendwo? Steht nirgends. Das ist, glaube ich, nur... Jetzt müsste er gleich herausfahren. Der müsste gleich herausfahren. Da. Jips, macht er. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt parkt er nämlich da jetzt mal ein. So, jetzt fährt er gleich wieder los. Zack. Nächste Ladung holen. Sehr gut. Läuft. Und zwar hier. Was haben wir hier noch drin? Da sind schon wieder 200 Tonnen drin. So. Weil jetzt fahren die ja wie die Wahnsinnigen. Und zwar hier das Fleisch raus, was hier drin ist. Jawohl, ja. Läuft. Ich würde sagen, läuft. Und so, was ist hier los? Hier geht das rapide nach unten. Ja, es kommt sich heute, ne? Das kommt sich. Das kommt sich. Da, jetzt sind wieder voll, Leute. Okay. Wir haben keine Pflanzen. Ach du großer Gott. Das muss ja irgendwo haken. Das ist auch null. Warte mal, hier, zack, null. Da ist nichts drin, da ist auch nichts drin. Wir haben keine Pflanzen mehr, so. Auch hier wird geerntet schon. Ja, großartig. Produktion gestoppt. Ich will da gar nicht gucken. Ich will da gar nicht gucken. Nee, ich gucke da gar nicht hin. So, aber wir haben schon wieder überzogen wie Hölle. Das machen wir in der nächsten Folge. Schauen wir uns mal an, wie wir hier mit unserer Frucht, mit Lebensmittel, wie wir die per Schiff hier rüber bekommen. Von der Insel. So. Bis zum nächsten Mal.